Ich grüße euch, ihr Lieben. Ja, jetzt kommen eure Jahresvorschauen für das Jahr 2023 und ich habe es wieder, wie ihr es sicher schon gesehen habt, wieder nach Sternzeichen geordnet. Ich möchte euch hier so quasi, ja, Impulse mitgeben und ich habe ein neues Kartendeck und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich es auch mit euch teilen wollte und gleich mal für die Jahresorakel nehmen. Ja, weil es irgendwie so ganz anders ist als die normalen Orakelkarten. Es sind wirklich so Themen, wie soll ich sagen, die auch mich zum Beispiel, ja, meine Themen sehr speziell oder sehr stark angesprochen haben, die aber sonst echt nirgendwo vorkommen. Also ich habe wirklich noch nie so viel Ideen und so viel, ja, Inspirationen auch bekommen, wie in diesem Kartendeck. Und ja, deswegen denke ich mir, das ist ja für viele wichtig. Ist natürlich, interessieren uns auch die allgemeinen Themen wie Liebe, Beruf und Finanzen und so weiter. Dazu mache ich auch noch ein, ja, so ein Jahreskreis mit allen 12 Monaten. Das mache ich aber für alle. Also wenn das Video schon eine Weile online ist hier, dann kannst du schon nachschauen auf meinem Kanal. Ich werde es jetzt im Laufe des Dezembers auch noch machen. Jetzt mache ich mal eben diese Impulse eben für das neue Jahr. Und wie immer kannst du mich auch über meine Homepage, die unter dem Video in der Infobox geschrieben steht, erreichen, über meine WhatsApp-Nummer, wenn du wirklich für dich speziell eine Beratung möchtest. Ich bin wirklich für alles offen, außer natürlich das, was wir als Kartenleger nicht dürfen, Gesundheit, Krankheit und Tod, ja, und juristische Fragen. Sonst, ja, bin ich wirklich für alles offen. Wenn du Probleme hast, jeglicher Art, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich mache auch WhatsApp-Sprachnachrichten. Schau einfach auf der Homepage vorbei. Wie gesagt, unten in der Infobox. Wenn du den kleinen Pfeil anklickst, geht das auf und dann kannst du direkt eben zu mir kommen oder eben auch auf WhatsApp mich anschreiben und dann, ja, schauen wir, dass wir eine gute Lösung für dich finden, für welches Problem dich auch immer quält. Na gut, dann ja, ich bin gespannt, was sich da zeigen wird, ja, was dafür. Ich werde 3 Karten ziehen jeweils und dann habe ich eben noch eine Engelkarte, welcher Engel dich begleitet in diesem Jahr. Und dann hoffe ich, dass ihr wirklich, ja, eine gute himmlische Unterstützung bekommt für dieses Jahr. Dann bis gleich. Ich grüße euch, ihr lieben Wagen. Jetzt kommt eure Jahresorakel bzw. eure Impulse für das Jahr 2023. Ich habe ja eh schon im Vorspann erzählt, ich habe ein ganz neues Kartendeck. Also für mich ist es neu, aber ich glaube, es ist auch relativ neu. Und ja, das sind so schöne und tolle Impulse und Anregungen, dass ich mir gedacht habe, ich nehme das eben für das Jahresorakel. Das sind die Engelkarten, die gebe ich ja mal auf die Seite. Da ziehen wir am Schluss einen Engel. Und ich ziehe euch hier 3 Karten. Ja, was denn für euch wichtig ist für das Jahr 2023? Und dann schauen wir mal, was sich hier zeigt. Da bin ich jetzt schon gespannt. Es waren bis jetzt schon ganz interessante ja, Orakeln, die ich da gezogen habe, schon für die Zeichen vor euch. Jetzt bin ich gespannt, wie das ja bei euch ist, liebe Wagen. So, habe ich schon umgedreht und ja, hier könnt ihr mich wie immer erreichen, wenn ihr Hilfe braucht. Das ist ja quasi ein Kollektivorakel und ja, für euch speziell bin ich gerne für euch da. So, da haben wir das fernere Tor, Vermächtnis. Wow, also die Karte habe ich noch nicht gehabt bis jetzt. Schaut ganz toll aus. Schauen wir dann gleich, was es heißt mit den Büchlein. Beschaffenheit des Geländes, Weisheit der Ahnen. Okay, also ihr habt es ganz toll. Ich meine, es sind ja alle Karten toll von dem Deck, aber die sind ganz, ganz besonders. So, und dann haben wir Herzensheim, Mitgefühl. Also auch die Gestaltung der Karten. Ich finde das wirklich so, so wunderbar, so ansprechend. Ja, und eben auch die Texte, ich werde jetzt das gleich, deswegen lese ich das auch wirklich vor, weil ich auch die Texte ganz besonders finde und sehr eben, dass so Themen gezeigt werden, auf die man vielleicht gar nicht so denkt. Ja, okay,
Also das fernere Tor. Diese Karte fordert dich unzweideutig auf, den Blick zum Horizont zu richten und deiner Zukunft entgegenzusehen. Gegenwärtig bewegst du dich auf der Stelle, wirbelst Staub auf, kommst aber nicht voran. Vertraue jetzt ganz fest daran, dass du beim Weitergehen einem Ziel näher kommen würdest, das du dir schon einmal gesetzt, vor lauter Geschäftigkeit, aber inzwischen vergessen hast oder vernachlässigt hast. Das weiterführende Tor informiert dich darüber, dass ein Ende bevorsteht und du Überkommenes jetzt getrost hinter dir lassen kannst. Wirf es ab, aber wie eine alte Haut, zögere nicht. Überschreite tapfer die Schwelle und du wirst belohnt werden. Trittst du allerdings weiter auf der Stelle, verpasst du deine Chance. Das Tor ist geöffnet und die nächste Etappe deines Lebens zum Greifen nahe. Aber das Zeitfenster, das dir für den Übertritt bleibt, schließt sich bereits. Also trödel nicht länger. Ja, also du willst vorankommen, ja, du wirbelst sogar Staub auf, aber irgendwie geht's nicht weiter oder ist in der Vergangenheit nicht weitergegangen. Finde ich wirklich interessant, weil so ähnliche Themen haben sich auch bei den anderen Zeichen gezeigt. Also es geht halt wirklich immer so um den Neubeginn, ja, dass man sich es wagen soll, ne? Wagen soll und vielleicht ja auch mal springen soll, ne? Also das ist wirklich hier so das Thema. So, und dann schauen wir doch gleich auf die nächste Karte, auf die mittlere, was da steht, das, ja, Beschaffenheit des Geländes. Es gibt Zeiten, in denen du neues Terrain entdecken, dich eventuell sogar eine Weile der Veränderung anschließen solltest. In einer solchen Phase befindest du dich gerade und was dir jetzt durch den Kopf geht, ist vielleicht für dich neu. Aber schon lange vor dir haben Menschen diesen Weg beschritten und sie haben dir Weisheiten hinterlassen, auf die du dich verlassen und über die nachdenken sich lohnt. Denn es ermöglicht dir, die Chancen und Risiken deiner Reise besser einzuschätzen. Außerdem hilft dir das Wissen um die Beschaffenheit des Geländes, alles voll auszukosten, was sich dir auf deinem Lebensweg bietet. Ja, also du sollst dich quasi ja auch gut informieren über den bevorstehenden Weg. Vielleicht trittst du deswegen so auf der Stelle und hast, so wie es da gestanden ist, Staub aufgewirbelt, weil du noch nicht so gut informiert bist, ja, über das, was vor dir liegt, dort, wo du hingehen willst. Vielleicht jetzt zum Beispiel willst du einen neuen Job, ja, und es gibt vielleicht Dinge, die du gar nicht weißt, ne, über den Job, den du anstrebst, oder du weißt nicht, was du tun sollst und hast dich aber noch nicht wirklich so erkundigt, ja, was, vielleicht gibt's Jobs, von denen du noch gar nichts weißt, ja, also erkunde wirklich sozusagen die Beschaffenheit des Geländes und ich finde es auch interessant mit der Weisheit der Ahnen, also das wäre für dich auch eine Möglichkeit, egal um was es jetzt geht, einfach auch ja, dich mit den Ahnen zu verbinden, mit deinen Ahnen und hier auch Wege zu finden, an die du vielleicht gar nicht denkst. Ja. Schau mal auf deine Ahnen, schau dir die Geschichte an, wenn du das natürlich weißt oder in Erfahrung gebracht hast oder bringen kannst. Ne. Eben, was war da? Ja, was haben die zum Beispiel für Berufe ausgeübt? Ja, es ist nur ein Beispiel mit dem Beruf. Ne. Also da vielleicht auch mal zurückschauen, ne. Zurückschauen, aber auch nach vorne schauen, ja. Das ist, ich finde das wirklich so spannend und interessant, was sich hier in diesen Karten alles zeigt. Und dann haben wir noch das Herzensheim. Das finde ich ja ganz besonders schön. Wann immer du das Gefühl bekommst, nirgendwo richtig hinzugehören, ist es an der Zeit, in dein Herzensheim zurückzukehren, in dein wahres Zuhause. Etwas ruft dich an den stillen Ort zurück, an dem deine Seele wohnt. Lass kurz alles stehen und liegen, gerade bietet sich dir die Erfahrung von Liebe in ihrer reinsten Form, bedingungslos und grenzenlos. Diese Liebe musst du dir nicht erarbeiten oder gegen etwas eintauschen. Lass dich einfach in dein Herz zurückfallen und komm dort ein, zwei Atemzüge lang zur Ruhe. Ersetze die Bewertung der eigenen und anderen Person durch Mitgefühl. Ja, stell dir vor, so einfach wird alles, sobald dein Herzensheim sich zeigt. Also darum, da geht's wirklich auch, also ja, neue Wege zu finden, einen Sprung zu wagen, ne? Aber das Ziel ist unter anderem auch, ja, dein Herzensheim, ne? Da, wo du zu Hause bist, ja. Also verbinde dich wirklich auch mit deiner Seele, schau nach vorne,
eben Beschaffenheit des Geländes, ja. Ich glaube schon, dass es auch so um Themen geht, eben etwas, was du neu machen willst. Aber sei dabei auch, vielleicht ist es auch so der Hinweis wirklich immer im Herzen, ne? Vielleicht stehst du davor, irgendwas zu machen, was so aus dem Verstand kommt, was nicht schlecht ist. Natürlich, der Verstand brauchen wir genauso, ne? Aber eben die Karten weisen dich darauf hin, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, was immer du tust, ja, wo immer du jetzt hier losläufst und wohin du auch gehst, ja, vielleicht ist wirklich auch die Beschaffenheit des Geländes auf jeden Fall auch dein Herzensheim, ne? Dass es darum geht, jetzt wirklich auch eben Dinge aus dem Herzen, mit dem Herzen und für das Herz zu entscheiden, ja, dass das sozusagen dein Ruf ist jetzt, ja, bei dem, was da kommt. Das ist ja natürlich, wie gesagt, kollektiv, ja, das kann ich jetzt nicht im Einzelfall sagen, da kann ich dir gerne weiterhelfen, eben in einer Einzelberatung. Wie gesagt, findest du hier meine Daten, du findest hier meine Daten oder unter dem Video, wo du mich erreichen kannst. Und dann ziehe ich jetzt mal noch einen Engel. Schauen wir mal, welcher dich begleitet. Unity. Ja, das ist vom Erzengel Uriel. Der rote Rand ist der Uriel. Und nachdem ich die Karte nicht ganz so gut kenne, weil ich, ja, dies habe ich eigentlich noch nicht oft gesehen, muss ich sagen, schaue ich gleich auch noch, was im Büchlein dazu steht. So, wo ist das Unity? So, kleinen Moment. Okay, Moment. Ich finde alles, nur nicht das. Die Unity ist weg. Okay. Kleinen Moment, ich werde es gleich haben. So. Ja, ist aber der Uriel. Es ist alles auf Englisch, deswegen muss ich ein bisschen schauen. Ja, das ist natürlich sehr schön, so diese Affirmation ist, ich bin mit alles eins, mit meiner Familie und auch mit der Menschheit, ne? Weil Unity ist ja, Uni ist ja eins oder gemeinsam oder schaue ich gleich nach, wie man es am allerbesten übersetzt. Ich weiß zwar, was gemeint ist, aber ja, mein Englisch ist ja immer nicht ganz so berauschend. Die Einheit, genau, so das Wort ist mir nicht eingefallen. Genau. Also man ist eins mit allem sozusagen, ne? Jeder ist ein Part, genau, jeder ist ein Teil vom Ganzen, ne? Also es ist wirklich, was ich so reinbekomme, ist so, du bist eben, du bist ein Teil vom Ganzen, aber es ist eben auch wichtig, dass du auf dich schaust, weil du zum Ganzen damit beiträgst, ja, wie es dir geht, eben wenn du zum Beispiel jetzt auf der Stelle trittst und nur Staub aufwirbelst, ja, und nicht weiterkommst, ne, dann dienst du ja auch nicht dem Ganzen und dir selbst auch nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, so, ne, in deine Herzensheimat zu finden. Und wir haben hier so hier rot und hier der Erzengel Uriel, ja, der ist dann auch dein Begleiter für das Jahr. Ja, dass du auch wieder in die Einheit kommst. Vielleicht fühlst du dich auch rausgefallen aus der Einheit, dass du dich nicht verbunden fühlst und sagst du, es ist ja oft so bei uns Spirits, ja, wir fühlen uns ja oft so alleine im verloren, ja, so auf der großen, weiten Welt, ne, das kann ich auch sein, ja, und dass du dich aber wieder eins fühlst, ne, und dafür auch sorgst und für dich, wie gesagt, für dich sorgst, aber auch damit für die Allgemeinheit oder für das Kollektiv sorgst, ne, aber sorg in erster Linie mal für dich, ja, dann kommst du auch wieder in diese Einheit, ne, und fühlst dich wieder geborgen und getragen sozusagen, ja, im großen Ganzen, ne. Ja, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Jahr, liebe Wagen, ein gesundes, erfolgreiches, glückliches, was auch immer dir wünscht, soll in Erfüllung gehen in diesem Jahr. Ja, und dann, ja, schicke ich euch ganz liebe Grüße und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe, tschüss, baba.